Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode mit Gran Turismo 3. Auch wenn dieses Fahrzeug sehr unscheinbar wirkt, ist es tatsächlich das teuerste, was wir aktuell haben. Der ist für 125.000 wiederverkaufbar. Ich glaube, dass das immer ein Viertel des Fahrzeugwerts ist, den das Fahrzeug eigentlich wert ist. Wir können mal ganz kurz gucken. Aston Martin Vanquish, 70.000. Gehen wir mal zum Car Dealer. UK, und wir gucken mal bei Aston Martin, wo wir auch den DB7 haben. Und übrigens auch den Vantage haben, den ich überhaupt nicht schön finde. Also, sorry, der alte Vantage ist doch überhaupt nicht schön, oder Leute? Kommt schon. Das sieht, die Front sieht so traurig aus. Das Heck geht noch, aber der sieht ja ein bisschen aus wie ein Lotus Elise, der einfach sehr viel Hunger hatte. Aber das Heck ist doch echt, nee, die Front ist furchtbar. So, ganz kurz, ich mache noch mal eine Sache, bevor wir loslegen. Wir speichern mal kurz ab. So. Huch. Wir sind direkt quasi zeitlich gesehen nach der letzten Folge. Also, ich mache hier direkt weiter und wir gucken mal jetzt wirklich, wie das bei 80s Sports Car Cup ausschaut. Und ob wir mit diesem Fahrzeug vielleicht auch komplett ohne Tuning hier gut vorankommen. Das ist ein heftiges Auto. Also wir haben jetzt leider nicht gesehen, für wie viel der Aston Martin Vanquish verkaufbar ist. Aber... oder kaufbar. Aber die Hälfte oder ein Viertel dürfte das beim Thema Preis sein. Also der Verkaufspreis zu Kaufpreis ist immer die Hälfte oder ein Viertel. Alter, und das Auto steuert sich unfassbar gut. Holy moly. Oh mein Gott. Ich bin mir dieses Auto mit Sicherheit in Gran Turismo 3 nie gefahren. Weil früher war für mich auch JDM. Also ich hatte null Berührungspunkte mit JDM. Außer vielleicht Need for Speed Underground 1 und 2. Der klingt aber auch aus der Perspektive sehr traurig, muss ich sagen. Also du hörst quasi nichts raus. Aber das Auto ist wahnsinnig schnell. Heiliges Kanonenrad, der ist echt flott. Die Beschleunigung ist auch krass. Ich muss mal gleich gucken, was für ein Gewicht das Auto überhaupt hat. Weil gefühlt ist es eine ganz andere Welt. Es ist ein anderer Planet, auf dem diese Kiste unterwegs ist gerade. Crazy. Ja, und JDM, muss ich tatsächlich sagen, ist bis heute zu einem großen Teil auch gar nicht mal so der Funke übergesprungen für mich. Ich bin schon immer jemand gewesen, der die europäischen Autos mit am meisten mochte. Und nichtsdestotrotz gibt es so ein paar Berührungspunkte, zum Beispiel mit Muscle Cars. Ja. Erster Fast and Furious Teil ist zum Beispiel dafür auch, glaube ich, ein gutes Beispiel, wo man den Dodge Charger ganz gut lieben lernte. Dann natürlich nur noch 60 Sekunden mit der Shelby GT500 Eleanor. Auch super, super spannend. Und bei JDM war das, wie gesagt, so ein bisschen durch Underground. Und ansonsten hat das ewig lang gedauert, bis ich da wirklich mal so ein bisschen, ja, wirklich Berührungspunkte dazu hatte. Ich meine, es ist ja so oder so, so jeder hat einen eigenen Fahrzeuggeschmack. Insofern, wer jetzt sagt, ey Dave, für mich ist ein Skyline, ein Supra oder sonst was ein absolutes Traumauto. Was sagst du hier gerade? Ja, das ist schön. Das freut mich in der Tat, wenn ihr da so klare Vorstellungen habt. Aber für mich persönlich sind halt da andere Autos. Die stehen im Vordergrund so eher. Also, es gibt halt aber auch bei JDM so ein bisschen was, was ich extrem feiere. Also, gut, der Too Fast to Furious Skyline, für mich persönlich tatsächlich nie das absolut crazyste Auto ever gewesen. Auch der Supra aus dem ersten Teil nicht. Bei mir fing es erst mit Tokyo Drift so ein bisschen an. Ich glaube, der kam 2009, der Film. Wo ich wirklich auch mal ein JDM-Auto hatte, was mir richtig gefallen hat. Gut, RX-7 mochte ich so oder so. Stimmt, warte mal ganz kurz, ich muss das anders aufrollen. Bei Gran Turismo gab es ja eh viele japanische Autos. Und ich feiere die Autos auch absolut, also, keine Ahnung, RX-7 fand ich von Anfang an schon extrem schön. Aber das erste Mal, wo ich richtig mich verliebt habe in so ein JDM-Auto, war dann halt der RX-7 von Hahn in Tokyo Drift.
Also das Auto mit dem Fileside, wie auch immer die Firma ausgesprochen wird, mit dem Fortune Kit von dem entsprechenden Hersteller. Und das war richtig schön. Also das war wirklich so ein Auto, das habe ich mir angeguckt und dachte mir so, boah, das ist einfach geil. Aber andererseits ist halt auch die Frage, ob ich dieses Auto an für sich einfach so unfassbar geil finde oder ob ich den einfach so gern habe, weil der von vorne zumindest sehr ähnlich aussieht zu einem Königsegg. Das Auto hat extreme Ähnlichkeiten zu einem Königsegg, finde ich. Und ja, das ist dann so ein bisschen wieder der Punkt gewesen, wo ich mir dann dachte, habe ich da jetzt wirklich so ein bisschen die Leidenschaft für JDM entdeckt? Oder ist es eventuell einfach nur, dass ich mir denke, ja, das ist quasi ein Auto, das sieht aus wie die, wie ein absolutes Hypercar, nur ist es halt bezahlbar. Das war dann auch so das Ding. Honda S2000 war übrigens auch von Anfang an schon für mich ein Auto, was richtig, richtig geil war. Aber was, ich würde aber trotzdem sagen, Honda S2000 und RX-7 würde ich jetzt gar nicht mal so großartig dazu zählen, zu, ey, ich mag JDM-Autos richtig krass gerne, weil das sind somit die Autos, finde ich, die noch am, in Anführungszeichen, europäischsten aussehen, finde ich. Also ob es jetzt ein RX-7 ist oder vor allem auch dann bei dem S2000, ich finde, die Autos wirken sehr sportlich, sehr elegant auch irgendwo, insbesondere der S2000, wie gesagt. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so dieses klassisch japanische gewesen, wo ich mir dann dachte, boah, ey, geil, ich find's super cool, wie du den tunen kannst oder sonst was oder wie du den aufrüsten kannst, blabliblub. Und letztendlich, auch heute denke ich mir, ey, so ein S2000 sieht halt echt geil aus. Aber es ist halt weniger dieses, auch, was auch oft mitschwingt, glaube ich, dieses, ey, japanische Autokultur unbedingt genießen. Ich weiß nicht, manchmal finde ich das dann doch ganz cool. Es gibt auch zum Beispiel so ein Video aus Thailand, wo es auch so ein Fast and Furious Treffen gab bei so einer Tankstelle oder so, wo ich mir dann auch denke, so, boah, die haben schon ganz geile Karren und so. Aber der Funke springt halt nur teilweise über, so wirklich sehr, sehr, in sehr ausgewählten Situationen. Ich habe dieses Auto übrigens nicht getuned, ne, also der fährt normal so krass gut gerade. Holy moly, und warum fahren wir dem anderen Dude mit demselben Wagen so krass weg? Ja, aber, I don't know, vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn für Fahrzeugpräferenzen habt, so in der Hinsicht. Vielleicht sammle ich auch nochmal Fragen für das eventuell bald anstehende Endurance-Rennen. Ist das so, dass ihr sagt, ey, JDM finde ich super geil, findet ihr eventuell einfach Muscle Cars eher cool, seid ihr eher Fan von, keine Ahnung, Oldtimern, welcher Art auch immer, oder seid ihr jemand, der sagt, ja gut, schon eher modernere Exoten, die finde ich am geilsten. Ich persönlich muss tatsächlich sagen, ich bin auch irgendwo so ein etwas gemütlicherer Dude und für mich wäre halt irgendwo immer so ein aktuellerer Wagen da doch ein bisschen, glaube ich, attraktiver, zumindest so als Alltagsfahrzeug, als ein etwas älteres Fahrzeug. Also keine Ahnung, jetzt ein Auto aus 2020, allein wenn ich überlege, ey, wie will ich mein Navi anschließen, ne, wenn ich mal in eine andere Stadt fahre. Keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht mein Handy irgendwie da irgendwo rumfliegen haben und die Map nicht sehen können oder sonst was. Und aktuelle Autos haben da teilweise so krasse Komfortoptionen mit Head-Up-Display oder so, wo du auch wirklich die Route siehst und teilweise super, super geile Sachen. Das möchte man dann vielleicht irgendwann einfach nicht missen. Und was ich auch super geil finde, da werde ich jetzt wahrscheinlich von einem Teil der Community, die werden da sehr sanft mit mir umgehen. Ein Teil der Community wird mich dafür echt hassen wahrscheinlich. Ich liebe es, im Alltag Autos mit Automatik zu fahren. Ja, ich hab's gesagt. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin auch schon mal auf Performance getrimmt, in einem Fiesta auf dem Hockenheimring entlang geheizt, so. War da im Endeffekt auch nur eine Sekunde langsamer als Jimmy Broadbent, wenn ich meine 30, 40 Kilo loswerde, die ich zu viel mit mir rumschleppe.
ist das vielleicht pace-technisch dann relativ auf Augenhöhe, who knows? Und er hatte da schon ewig viel jetzt Racing-Erfahrung auch vorher. Also der ist auch davor mit seinem MX-5, glaube ich, in Brands Hatch gefahren oder so, glaube ich. Und davor auch irgendwie in Deutschland bei BMW auch in so einem krassen Simulator. Whatever. Long story short, ich kann da schon irgendwie mit Handschaltung und Kupplung umgehen. Und wenn es sein muss, da kann ich auch ein bisschen anpacen und durchpacen. Aber ich finde es halt irgendwie ganz geil, wenn das halt so ein bisschen legerer läuft. Ich bin wirklich jemand, der das Autofahren, zumindest im Straßenverkehr, ich sag mal so, ne, es gibt da so viele Faktoren, dass ich mich wirklich auf das Wesentlichste konzentrieren möchte. Und dass es den anderen Menschen im Zweifelsfall auszuweichen, die da irgendwo sich unvorhersehbar oder sehr doof verhalten. Siehe hier, guck, perfektes Beispiel. Nee, aber das ist halt so das Ding, dass ich da oft wirklich mit dieser Prämisse durchfahre, so ey, ich mache mir keinen Stress beim Autofahren. Ich fahre von mir aus ein bisschen entspannter, ja, lasse von mir aus auch lieber 5 oder 10 Meter mehr Abstand als zu wenig. Aber ich möchte einfach sicher ankommen und bleibe da wirklich ganz, ganz gechillt. Und ich glaube, eine Sache, die auch immer da ein bisschen mitschwingt, ist, dass ich irgendwie mein eigenes Leben zu sehr liebe, als dass ich da irgendwie mich auf irgendwelche waghalsigen Aktionen immer losstürze. Und in meinem Kopf ist es halt so, alles, was ich extra an Entspannung haben kann beim Fahren, wirkt sich dann irgendwo langfristig auf mein Gemüt dann positiv aus. Ich meine, gut, andererseits, also auch zum Beispiel, keine Ahnung, leiserer Motor oder so. Ich fand es zum Beispiel letztens, als ich mal ein E-Auto gefahren bin, fand ich super entspannt. Ich fand ihn richtig entspannt, weil du hörst das Auto nicht. Es ist sehr gechillt, alles ist ruhig und das fand ich sehr geil tatsächlich auch. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich bin ja auch vor ein paar Monaten zum ersten Mal einen Ferrari gefahren. Bro, also ich sag mal so, ich bin ja jemand, der halt nur Auto fährt, wenn er fahren muss. Aber wenn das quasi das Auto ist, womit du die ganze Zeit unterwegs bist, dann würde ich vielleicht auch öfter unterwegs sein. Ich weiß, es steht jetzt im kompletten Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt habe. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach entweder das komplett, weißt du, es geht entweder komplett in die eine oder komplett in die andere Richtung. Da war es halt wirklich so, Sound ist da und auf jeden Fall auch erwünscht. Und das macht auch Spaß, diesem Auto zu lauschen. Aber ich sag mal so, keine Ahnung, ich bräuchte jetzt wahrscheinlich nicht, dass mich irgendwie ein 2 Liter, was weiß ich was, TDI oder sonst was anbrüllt, während ich mit dem fahre und dann so, nee, brauche ich nicht. So, dann entweder richtig krasse Karosse, die da ihre Muskeln spielen lässt, oder halt einfach komplette Funkstille. Das ist halt so das Paradoxe, glaube ich. Ich bin manchmal so ein bisschen Mensch der Kontraste, ja. Wenn ich, also vielleicht nachvollziehbar, wenn ich sage halt, ey, entweder ich möchte, keine Ahnung, wenn ich jetzt Rennfahrer wäre und dann eine Rennstrecke anreisen müsste, nach Hockenheim, sagen wir mal, ist aus Wiesbaden, wie viel, 150, 200 Kilometer, whatever, 250, sagen wir 200 ist einfacher zu rechnen. So, da würde ich, wir müssen nichts rechnen, aber trotzdem, ist einfacher. Das ist halt so das Ding, dieser Kontrast, den ich jetzt halt meine. Da würde ich halt entweder mit einer S-Klasse anreisen wollen, um so gechillt wie möglich zu sein, oder halt mit einem Ferrari, weil du bis dahin halt auch schon dann vielleicht so ein kleines Erlebnis hast. Also nicht im Sinne von, ich fahre da schnell und heize überall durch, ne? Keine Sorge. Aber wirklich im Sinne von, das Auto gibt dir ein gewisses Feedback. Und jeder, der jetzt sagt, ey Dave, aber ich finde, das ist lame, wenn das Auto sich quasi wie von selbst fährt. Ich verstehe das. Ich verstehe es zu 100%. Ich bringe auch gleich ein Beispiel, wo man merken wird, dass ich das auf jeden Fall verstehe. Im Endeffekt ist es ja schon so, dass es da auch verschiedene Fahrertypen gibt. Bei mir ist es zum Beispiel in Assetto Corsa Competizione so. Ich bin da mal den... Ich bin auf Performance getrimmt, ja sehr lange den Aston Martin gefahren. Dann habe ich mal irgendwann den BMW jetzt mal testen wollen. Und der war mir zu ruhig, der war mir zu zahm.
Da ist nichts passiert, so in dem Rahmen, in dem ich ihn bewegt habe, zumindest der M4. Und dann bin ich bei dem Porsche gefahren und ich hatte den Spaß meines Lebens. Ein RX-7. Cool. Ich weiß nicht, wo ich den jetzt verwenden könnte noch, aber es ist auf jeden Fall ein RX-7. Also wirklich cool. Es ist jetzt nicht so, als ob ich mich da jetzt drüber lustig machen möchte, ne? Oxa Spirit. Ah, hier, 80 Sports Car Cup. Da könnte ich den hier sogar auch nochmal verwenden, glaube ich, Alter. Der BMW M4, der war mir zu ruhig. Der hat nichts gemacht. Der war wirklich sehr, sehr zahm. Da habe ich überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Und hab mir dann den Porsche geschnappt. Und ich hatte den Spaß meines Lebens. Weil der Porsche gibt dir das Gefühl, ey Mate, du musst immer mit dem Kopf bei der Sache bleiben. Denn bei jedem Anbremsen, wenn du ein bisschen unvorsichtig bist, könnte ich dich eventuell ins Nirvana befördern. Und das hat mir dann auch wirklich Spaß gemacht. Und deswegen verstehe ich auch jeden, der sagt, ey Dave, aber braucht beim Autofahren halt auch ein bisschen Feedback vom Auto. Das Auto muss mir ein bisschen was an Rückmeldung geben. Gibt es hier eigentlich irgendein Auto, was wir auch kaufen können? Ah, hier, 4.682. Okay, dann kriegst du ein Viertel, also du musst mal 4 den Verkaufspreis rechnen, um auf Kaufpreis zu kommen. Das heißt, dieses Auto ist so gesehen tatsächlich eine 500.000 wert. Könnte man es kaufen. Ja, krasse Karre, also ist auf jeden Fall crazy. Ja, und das ist unser neuestes Objekt der Begierde. Beim nächsten Mal gucken wir aber mal, was wir machen. Also, vielleicht irgendeine Art Endurance-Rennen, vielleicht mit irgendeinem anderen Cup weitermachen. Und vielleicht habe ich auch bis dahin ein bisschen alles auf Gold gezockt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Kleiner Hinweis, wenn dieses Video kommt, dürfte wahrscheinlich schon die erste Folge Forza Motorsport 3 erschienen sein. Das ist, wie ich finde, das beste Spiel der Forza Motorsport-Reihe, gemeinsam mit dem vierten Teil. Wenn ihr Bock habt, gerne mal auschecken, gucken, ob es euer Bier ist. Es ist wirklich ein sehr geiles Spiel. Ich kann es wirklich euch herzlich nur nahelegen, da mal mindestens dem eine Chance zu geben, weil es ist quasi wie Gran Turismo 3, finde ich. Der Peak dessen, was die jeweilige Serie einfach erreicht hat. Und gerne mal reinschauen. Ja, und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne auch noch oben da, gerne auch raus, aber nächstes Mal dabei sein. Bis zum nächsten. Ciao.